Waldbadende, Anwohner. Ich war schon von Kind auf immer im Wald und auch gerne in der Natur. Ich habe mich da einfach wohlgefühlt und habe meine Zeit viel darin verbracht. Ich habe aber mit der Zeit auch gemerkt, dass ich gerne später im Beruf mit Menschen zusammenarbeiten will. Hallo, ich bin Carla Paul, bin 25 Jahre alt und seit 5 Jahren an der HWK. Ich habe die ersten 3 Jahre Forstwirtschaft studiert und mich danach dazu entschieden, urbanes Baum- und Waldmanagement in meinem Master zu studieren. Wir haben zu Hause ein Rollenspiel vorbereitet, in dem es darum geht, dass ein Mountainbike-Sportverein einen Antrag stellen möchte, einen Mountainbike-Trail in unserem Stadtwald zu etablieren. In unserer Projektarbeit haben wir jetzt die Fläche der HWK als eine Untersuchungsfläche und auf der haben wir uns angeguckt, was gibt es hier überhaupt alles und wie können wir das verändern. Also wie wertvoll sind die Flächen hier, wie ökologisch sind die Flächen und wie attraktiv sind sie auch für Vögel oder Insekten und andere Pflanzen. Und aus dem Standort, den wir hier jetzt haben, versuchen wir, das gesamte Potenzial herauszuholen, indem wir kreativ uns neue Möglichkeiten überlegen. Wir haben gerade einen Absperrbanner aufgehängt, um den Menschen, die hier noch laufen, zu signalisieren, dass der Weg erstmal gesperrt ist. Wie lange dauert das denn noch? Wir können Sie heute leider nicht diesen Weg passieren lassen. Der ist heute gesperrt. Ich glaube, dass es früher so war, dass tatsächlich der Förster oftmals für sich allein gewesen ist und hat für sich allein seine Tätigkeiten im Wald gemacht. Aber das ist heute gar nicht mehr möglich, weil der Wald total im Fokus der Gesellschaft mittlerweile steht. Man hört jeden Tag in den Medien etwas über Klimawandel oder das Waldsterben aktuell. Und genau deshalb ist es wichtig, Kommunikation mit Menschen im Wald zu betreiben. Also meine größte Sorge ist, dass Menschen, die in den Wald kommen, gar nicht verstehen, dass wir zum Wohle des Waldes arbeiten und dass wir etwas Positives schaffen im Wald und ja auch wirklich ein langes Studium absolviert haben, um dann mit bestem Gewissen und auch Wissen den Wald richtig zu behandeln und ihn in guten Händen zu haben.